Flügelchen war immer noch in der Geschichtenhimmelsschreinerei. Gemeinsam mit König Henry und Betty baute es einige tadellose Tische. »So«, sagte Betty, »du lackierst jetzt den Tisch und ich baue die Stühle dazu.« Flügelchen suchte sich eine knallrote Farbe aus. Das Bunt sollte den Spielingen Freude bereiten. Fleißig begann es mit dem Anstreichen. Doch wieder musste es feststellen, dass die Arbeit einfacher aussah, als sie war. Immer wieder liefen dicke Farbtropfen die Tischbeine hinab. Bald sah der Tisch aus, als wollte er am liebsten selbst gleich mit der Farbe fortlaufen. Flügelchen hatte es satt. Ärgerlich warf es den Pinsel in den Farbeimer und wollte sich heimlich davonstehlen. »Na, na«, hörte es hinter sich. Eine große Frau stand hinter ihm. »Nicht davonlaufen! Wenn du etwas nicht kannst, aus Fehlern lernt man, und wenn du übst, dann gelingt das schon. Da, nimm den Pinsel und streich die überflüssige Farbe runter.« Dann fügte sie noch hinzu, »Bitte.« »Ich bin übrigens Daria.« Und als sie sah, dass Flügelchen immer noch zögerte, sagte sie, »Komm, ich helfe dir, wir machen das gemeinsam.« Noch ein wenig unlustig machte sich Flügelchen mit Daria ans Werk. Und siehe da, der Tisch wurde ganz ordentlich. Da begann Daria zu lachen. »Eigentlich solltest du ja nur den Tisch streichen. Von dir selbst war keine Rede. Du siehst ja lustig aus.« Lachend hüpfte sie umher und plumps landete im Farbeimer. Über und über rot kletterte sie wieder heraus. Jetzt war es an Flügelchen zu lachen. »Weißt du, wie du aussiehst?« kicherte es. »Wie ein kleines Teufelchen.« Daria sah so verdattert aus, dass auch König Henry und Betty lachen mussten. Und da lachte Daria eben mit.